Hey ho, hier ist wieder euer Bytekrieger und es geht weiter mit einem kleinen Scammer-Speed-Test. Einkauf für eine Behutsamkeitshacke, etwas teuer. Bin mal gespannt, ob er da vielleicht ein bisschen runter geht. Ich schaue gerade mal in sein Inventar, wie die Hacke denn überhaupt ausschaut. Okay, die hat Full Enchanted und ist FE5. Ja gut, die ist eigentlich schon... 1k wert, sage ich mal so. Aber wir bieten einfach mal 800, vielleicht kriegen wir es ja dafür. Kann ja sein. Schauen wir mal, ob wir sie kriegen, dann nehmen wir sie auf jeden Fall mit. Machst du das Ganze, dann bekommst du das Geld gleich. 800, ja, okay, hey bitte, Geld hast du. Ja, gib die Hacke. Bei dir waren wir im Übrigen auch, glaube ich, schon mal. Du hast uns auch diesmal nicht gescammt. Danke dir. Hacke haben wir. Dann schaue ich mal, ob ich noch einen finde. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten. Mal sehen, was der zu bieten hat. Ich frage ihn einfach mal direkt. Ja, schon. Aber nicht zu diesen Preisen. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Ich handle gerne, wenn die Kunden nett sind. Ach so, die Köpfe kosten dann nur 2,5k. Okay. Ich frage ihn einfach mal, wie viel dieser. Wie viel dieser? Bin mal gespannt. Ina, den komischen Creeperkopf. Oh. Irgendwie hört der Band Twitter. Das ist eigentlich ein Twitter-Kopf. Okay. Ich sehe einen Creeper. Was gibt er mir denn da? Okay. Danke dir. Sag mir Preis. Jetzt möchte von uns den Preis wissen. Jetzt sage ich 1,8k. Fangen wir mal billig an. Okay, nehme ich sehr gerne an, weil wenn das wirklich der Twitter-Kopf wäre, dann wären die vielleicht 500 wert oder so. Aber ich sehe hier einen Creeper-Kopf, vielleicht liegt es am Texture-Pack, ich weiß es nicht. Okay, oder so. Also jetzt kannst du uns gar nicht mehr scammen. 1,8k haben wir gesagt, 1800. Hast du somit bekommen. Fühl dich gegrüßt, wenn du das Video siehst. Wir schauen mal weiter, ob wir noch einen finden. So, da sind wir auch wieder. Mal schauen. Ich glaube, bei dem waren wir schon mal. Wo denn? Wo sollen wir hinkommen? Der hat aber hier schon ganz schön gut weitergebaut. Muss ich schon sagen. Ah, ein paar Köpfe hat er auch am Start. Dropperkopf. Oh, der Kürbis sieht auch richtig lustig aus. Den haben wir ja gerade gekauft. Oh, jetzt ist Fly aus. So. Was könnte ich mir denn da für einen noch holen? Ich frage ihn einfach mal, wie viel er für diesen, diesen hier haben will. Wie viel dieser? Schreibe ich mal ein bisschen Verhandlungstaktik. Würde 2k bieten. Bin mal gespannt, ob er sich runterhandeln lässt. Also ein Kürbiskopf wäre schon ganz nice, glaube ich. Der hat auch ein zweites Layer, glaube ich. Ja,
ein bisschen Tiefeneffekt. Ich schreibe ihm mal Max 2,4. Maximal 2,4K wollen wir zahlen. Und er sagt ja. Er sagt ja. Okay. Dann pay ich ihm gleich mal. Chuzu. 2.400. Die sollst du bekommen, wenn wir Geld hätten. Bank abheben. Nehmen wir mal ein bisschen mit. Und da hast du das Geld. Oh. Da hast du ein bisschen zu viel abgebaut. Ist auch Break an. Oh, danke, wir haben ihn. So, setzen wir uns mal auf. Er sieht doch ganz gut aus, oder, an uns? Jo, auf jeden Fall. So, da sind wir auch wieder. Ich versuche ihn gerade so ein bisschen runter zu handeln. Er will unbedingt 4K haben dafür. Der ist 4K, ja, der ist nicht 4K. Nee, unter 3,5 kann ich nicht verkaufen. Okay, jetzt geht es schon mal auf 3,5 runter. Komm. Okay. 3. Ich sag 3K. Für 3K kaufen wir den Kopf. Und wenn er jetzt noch höher sagt. Ja, ist grenzwertig. Ach komm, wir nehmen ihn. Pay Chuzu 3,5K. Den kann ich mir dann an meine Farm aufhängen. Weil ich möchte ja eh eine Guardian Farm machen. So, da haben wir den Kopf auch. Den könnten wir auch mal anprobieren. Da sehen wir auch richtig fresh damit aus. So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten. Mal schauen. Bei der hat noch ein paar Köpfe, die ich suche. Aber wo ist er denn überhaupt? Wo bist du denn? Ah, hier ist er, ja. Hi. Ja. Den Tintenfisch für 1,8. 1,8K, Fragezeichen. Bin ich mal gespannt, ob er das Ganze macht. Deal. Deal schreibt er. Pay Black Knife 1800 Copy und kann ich? Fragezeichen. Weil bei dem habe ich schon wieder so ein schlechtes Gefühl irgendwie. Irgendwann hat man das im Blut, wann jemand scammen könnte und wann nicht. Aber bei ihm ist so, man weiß es nicht. Okay, ich pay ihm einfach mal, dann sehen wir es ja gleich. So, Geld hast du. Da bin ich mal gespannt, ob du uns droppst. Jo, du droppst uns. Dann frage ich ihn gleich den Kopf auch. Selber Preis. Bin ich mal gespannt, weil dann können wir uns gleich eine Sammlung anlegen. Ja gut, das ist schon in Ordnung, 2K. Vor allen Dingen, du hast uns jetzt auch nicht gescammt oder so. Da hast du 2K. Und gib mal den Kopf raus. Ansonsten holen wir unser Schwertchen raus. Hallo. Danke dir. Das ist ein netter Spieler. So, da sind wir auch wieder beim nächsten. Und ich habe gerade im Chat gehört, dass der scammen soll. Wir tun uns den Versuch trotzdem mal an und pay specify 1,2K. Kann ich? Fragezeichen. Na, was mache ich denn hier schon wieder? Specify 1,2K. Fragezeichen. Kann ich? Bin mal jetzt gespannt, ob er ja schreibt, weil wenn ja, dann ist es für uns das Stichwort, dass wir können und Geld hat er. Und scammt er uns? Es sieht ganz so aus. Hallo? Gib uns den Beacon.
Hallo. Okay. Ich schreibe ihm mal. Scam? Fragezeichen. Ah. Liebe Grüße, PH Batman. Danke dir. Danke dir. Du scammst nicht. Kann es sein, dass er uns gerade scammen wollte? Nehmen wir mal mein schönes Schwertchen hier ins Inventar. Hast du eben meinen Birthday Beacon gekauft? Ja, nehme gerade Scammer-Test auf. Oh, jetzt habe ich es dem Falschen geschrieben. Ich schreibe Minka mal. Ja, nehme gerade Scammer-Test auf. Dachte, er scammt. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen mega verwirrt. Hat er hier die Scam? Fragezeichen? Ja, ich bin mir gerade noch nicht so sicher, ob's du so ein ehrlicher Spieler bist. IHK bei Yannick hat die gescannt. Um den Beacon-Fragezeichen. PH Minka. So, da sind wir auch nochmal. Ich habe jetzt mal mit der Minka geschrieben. Und es sieht anscheinend so aus, als ob Specify on YouTube diesen IHK bei Yannick gescammt hätte um diesen Beacon. Und ja, jetzt hat er mir eben den gescammten Beacon verkauft. Falls das Ganze stimmen sollte, was ich mal annehme bei Minka, ist eigentlich ziemlich vertrauenswürdig. Specify on YouTube, schäm dich auf jeden Fall, wenn es so ist. Und ich würde sagen, wir sind heute mal nett. PH, IHK bei... Ach, der ist gar nicht mehr online. Okay, weil sonst hätten wir ihm den Beacon gegeben. So, ich habe ihm hier gerade den Beacon wieder zurückgegeben, weil er ist signiert und signierte Sachen finde ich immer nicht so cool, wenn die gescammt werden. Und ja, mal schauen. Wir machen für heute Schluss. Also schaut wieder rein beim nächsten Mal Scammer Speed Test. Viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao.